Ich habe die Künstlerin kennengelernt durch die Vermittlung von Szymon Bojko, einem polnischen Kunstwissenschaftler und Kritiker. Szymon Bojko, das war 1980, und ich blieben in Kontakt. Ich hatte noch nie jemanden aus Polen getroffen. Mich interessierte, was da auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs vorging. Und er bat auch immer mal, oder er erzählte auch gerne davon, was da künstlerisch für ihn wichtig schien. Und 1984 bat ich ihn, mir einige Künstler zu vermitteln, die zu meiner Ausstellung zum 50. Geburtstag meines Mannes, 50 Kleider, Fragezeichen, beisteuern könnten. Da ging es um Entwürfe von Kleidern in jedem Sinn, also auch bis zum letzten Hemd sozusagen. Und ich bekam von Teresa Murak das zweiteilige Foto eines Pflanzenhemds, wie sie das nannte. Und ich erlernte, dass die menschliche Wärme, die menschliche Energie es fertigbringt, wenn man die Kressesamen auf der Haut trägt, dass sie dann keimen und sprießen. Vorher müssen sie natürlich gequollen sein, aber dass sie dann keimen und sprießen und auf diesem T-Shirt gewachsen waren. Innerhalb eines Tages, dass das da mit dieser Austausch von pflanzlicher und menschlicher Energie möglich schien, das war auch etwas, was mir gut gefiel. Und dann habe ich die Künstlerin erst 1986 kennengelernt. Ich habe Teresa Murak in den 2000er Jahren mehrmals besucht. Sie ist in den 80er und 90er Jahren oft zu uns gekommen. Und von dieser Arbeit, diesen Handschuhen, habe ich erst später mal ein Bild gesehen. Aber die Arbeit ist entstanden, bevor ich Teresa Murak kannte. Der sehr deutliche Effekt der Zeit, der mir jetzt beim Wiedersehen nach Jahrzehnten auffällt, ist natürlich das Vergilben sowohl des Harzes, dieses durchsichtigen, haltbaren Materials, und da drinnen sind eben die Handschuhe, die ja mal wie lebendig waren, sind doch auch jetzt wie verdorrt. Und damals hat mich sehr entzückt die Vorstellung, dass die Energie bis in die Fingerspitzen geht und dass man mit diesem Tastinstrument, was wir haben, eben diese ganz feinen Berührungen machen kann, weil die Energie bis in die Fingerspitzen geht und sich das in diesen Handschuhen auf irgendeine Weise manifestiert. Das wirkt jetzt auf mich weniger, weil es eben nicht mehr so lebendig aussieht, aber es ist doch rührend.